26. April 2020, Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. Was waren das für Bilder, die uns ins Haus geliefert wurden die letzten drei Tage? Wir wissen nun, dass die Draft Picks für die New England Patriots nicht deren Head Coach Bill Belichick macht. Nein, es ist ein entzückender und genialer Hund, der das tut. Wir wissen auch, in Tennessee, wenn man links und rechts von Mike Vrabel geschaut hat, ist momentan Fasching. Und wenn man sich die Draft Picks der Packers anschaut, könnte man meinen, auch in Wisconsin ist noch ein bisschen Faschingslaune da. Denn was ist passiert? Wir haben einen Draft, in der die beste Wide Receiver Klasse seit Jahren drinnen ist und die Packers haben bekanntlich einen Mangel an Wide Receivern. Sie haben zwar Aaron Rodgers, ein Quarterback, hoch bezahlt, aber mit Davante Adams nur eine Anspielstation, der Namen man sich merken muss, der Rest droppt eigentlich. Das ist John Drop, Jim Drop und Tom Drop, die dort spielen. Also hat man sich gedacht, einen, vielleicht sogar zwei Wide Receiver für Aaron Rodgers und dann werden die Packers wieder zur alten Stärke finden. Ne? Ist doch einfach und aufgelegt. Es wurde ein Safety, es wurde ein Linebacker, es wurde ein Running Back und es wurde zum Hohn ein Quarterback mit Jordan Love. Keiner der Picks der Packers hat ein besseres Rating und Grade vor dem Draft bekommen als B. Die meisten haben sogar ein C oder gar ein D wie Herr Jordan Love. Also man hat nicht den nächsten besten Spieler genommen. Das heißt, man könnte ja sagen, wir können den Wide Receiver jetzt nicht nehmen, weil es ist der Superspieler noch da. Ein Steal, nichts ist gestohlen worden. Das sind alles Leute, wo man sich denkt, wer sind die? Und warum nimmt man die? Und das wird sich Aaron Rodgers auch gefragt haben. Der jetzt so alt ist, wie damals Brett Favre war, als er gedraftet wurde. Drei Jahre später war Aaron Rodgers dann der Quarterback der Green Bay Packers und Favre war weg, musste dann zu den Jets, musste danach dann noch zu den Minnesota Vikings, um dort nicht in die Super Bowl zu kommen. Das war der letzte Dienst an den Packers sozusagen, den er erwiesen hat. Aber es könnte sein, dass die Ära Aaron Rodgers, das Ende damit eingeläutet wird von Matt LaFleur, der nicht großer Freund von Aaron Rodgers gilt, vor allem, dass er sich auch immer wieder als Entscheidungsträger einbringt, dürfte dort für Unmut gesorgt haben. Ist trotzdem ein Fragezeichen, was sind viele Fragezeichen, also 7, 8 Fragezeichen hinter dem Draft stehen da. Warum macht man das? Spielervertreter und Scouts sagen, die Packers möchten mehr aufs Laufspiel setzen. Nun, Laufspiel ist nicht das, was momentan in der NFL wirklich zum Erfolg führt. Wir sehen, wenn Running Backs verlängert werden, wie Christian McCaffrey, dann sind das Leute, die auch als Receiver einzusetzen sind, als Wideout, als Slot-Receiver, alles Mögliche können. Und solche Leute braucht es dann. Und nur zu sagen, ich stelle mir einen wirklich drittklassigen Running Back ins Backfield, der dann irgendwie durchs A oder durchs B-Gap schlüpft. Okay, wir werden sehen, vielleicht straft mich dann die Geschichte auch Lügen und es waren alles geniale Draftpicks und in Wahrheit werden die jetzt bei der Free Agency zuschlagen und noch den einen oder anderen Veteran dazu holen und alles wird gut und es wird eine super Offense. Ich glaube es erst dann, wenn ich es sehe. Was ist noch Aufregendes passiert? Gronk ist back. Das ist natürlich die Riesengeschichte in Tampa Bay. Rob Gronkowski wird dann doch nicht Wrestler und doch nicht mehr Masksinger und doch nicht mehr Entertainer, sondern er möchte wieder Footballspieler werden. Und das ist ganz schnell gegangen zu dem Zeitpunkt. Er hat erklärt, er würde gern spielen und kurz danach haben die Patriots, die gewusst haben, dass er nicht mehr für sie spielen wird, ihn abgegeben. Und er ist jetzt bei seinem Kumpel Tom Brady in Tampa Bay. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsnachricht für alle Bucks-Fans, weil die haben jetzt das Duo, das verantwortlich ist für 3 Super Bowl-Siege oder dabei war zumindest bei 3 Super Bowl-Siegen und maßgeblich beteiligt waren. Und das ist natürlich gemeinsam mit den anderen Offense-Leuten, die schon dort sind. Die Bucks hatten nämlich schon ein ganz ordentliches Team, sowohl offensiv als auch defensiv, ein super Upgrade. Wenn Gronk fit ist, und das dürfte er wohl sein, weil er hat ja jetzt ein Jahr nicht gespielt und auch wieder ein bisschen zu Muckis kommt, weil momentan schaut er eher aus wie ein Wide Receiver als ein Tight End, aber das wird sich wohl alles bewerkstelligen lassen. Ich gehe davon aus, dass das gut funktionieren wird in Tampa Bay und das macht große Freude. Große Freude hat die Stadt auch. Die haben den Herrn Brady gleich einmal begrüßt mit einem Verweis nach Hause. Er soll nicht illegal trainieren. Die Bürgermeisterin hat das gleich einmal verwendet, um darauf aufmerksam zu machen. Alle müssen zu Hause bleiben wegen dem Coronavirus und der Quarantäne, nicht nur die normalen Bürger, sondern auch die Promis wie ein Brady, die müssen zu Hause bleiben. Heute hat sie sich bei ihm entschuldigt. Warum, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Vielleicht haben sie Angst, dass Brady und Gronk doch weiterziehen. Keine Ahnung, nach Jacksonville. Da brauchen wir auch was. Oder vielleicht geht Brady nach Green Bay und der Herr Rodgers zu den New England Patriots, weil die würden schon noch wissen, was man mit dem Herrn Rodgers anstellen könnte.
Wir werden alles hoffentlich sehen oder vielleicht auch nicht, denn momentan möchten, und das hat eine Umfrage ergeben, nur ein kleiner Prozentsatz der US-Fans überhaupt in ein Stadion gehen. Findet die NFL statt? Ich werde so oft gefragt, findet die NFL statt, rechtzeitig oder nicht, wenn ihr das wüsst. Momentan sieht es dann noch aus, als ob die NFL sich auf mehrere Szenarien vorbereitet. Zum einen einmal, wir starten pünktlich im September und alles läuft wie geplant. Das ist die Hoffnung und das Best Case, und dann gibt es verschiedene Abstufungen von Worst Case Szenarien, Verschiebung nach hinten, eine Verkürzung der Saison, aber das hat man alles bereits mit einberechnet. Jetzt in 1,5 Wochen sollte dann der Spielplan heraus sein, da wird man sehen, in welche Richtung das Ganze sich bewegen wird. Ob es eine komplette Saison gibt, ob es überhaupt eine Saison gibt, wenn ich schätzen muss, würde ich sagen, ja, es wird eine Saison geben. Wird sie komplett über 17 Runden gehen? Na, das glaube ich eher nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass sie, wenn sie das schon einplanen, sozusagen verkürzt wird auf vielleicht 14 Spiele oder gar noch weniger. Auf jeden Fall will Präsident Donald Trump unbedingt die Liga sehen. Es ist ja dann Wahlkampf, es wird er gewählt, er will in seine zweite Amtszeit gehen und er hat jetzt seinen Mitbürgern geraten, doch Desinfektionsmittel zu injizieren bzw. zu sich zu nehmen in irgendeiner Form, oral, naral, nasal, vertikal, vestibulär, wie auch immer, in sich hineinzustecken, damit geht schon besser. Das hätte er nur sarkastisch gemeint, hat er am nächsten Tag gemeint, allerdings war es da schon ein bisschen spät, es sind schon die ersten Vergiftungsfälle aufgekommen. Das heißt, ja, eventuell sollte Herr Trump solche Ratschläge dann doch nicht geben, weil wenn er seine Wählerschaft, zumindest ein Teil davon, reflektiert darauf. Wow, das war's soweit von der NFL. Brady ignorierte die Ausgangsbeschränkungen, die man gab. Ja, der Herr Brady hat sich jetzt auch noch, und das steht in der bunten und in der neuen Revue und in den ganzen Friseurzeitschriften, die Sie dann nächste Woche alle wieder lesen können, weil da sperren die Friseure wieder auf, und hat beim falschen Haus geklopft in den USA und in Tampa Bay und ist da beim falschen rein und hat dort einen Kuchen abgegeben, und das ist eine total spannende Geschichte, müsst ihr unbedingt lesen. Not. Ja. Auch werde ich oft gefragt, und auch der Herr Eschelböck, und wir haben jetzt gemeinsam den Draft auf Puls 24 übertragen, der übrigens super funktioniert hat und in den USA noch besser, da hat man Zuschauerrekord gehabt. Herr Eschelböck wird gefragt, wird eine AFL stattfinden? Er sagt das, was der Verband auch sagt, nämlich, dass man momentan zum Herbst verschoben hat, sehr positiv gedacht, und mal abwarten muss, was in Österreich die Behörden entscheiden und wohin der Sportminister Kugler dann sich entscheiden wird mit seinen Experten. Ich persönlich gehe davon aus, dass heuer in Österreich weder das Donauinselfest mehr stattfindet, was immer, woran überhaupt noch festgehalten worden ist. Das Oktoberfest in München ist ja auch abgesagt. Ich nehme auch nicht an, dass im September in Wien dann eine riesengroße Sache stattfinden kann am Donauinsel. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass in Österreich 2020 noch ein Footballspiel stattfinden kann. Wenn es anders ist, freue ich mich, dann gehen wir nochmal raus, falls im Sommer vielleicht dieser Virus sich doch von UV-Strahlen und der Sonne beeindrucken lässt und so weit verschwindet, dass man zumindest kurz mal daran denken kann, was anderes zu machen, als sich davor zu schützen, sondern vielleicht Football zu spielen, dann wäre das super. Allerdings gibt es auch Experten wie der Herr Drosten, wer das nicht gesehen hat im Interview mit dem Armin Wolf, sollte man sich anschauen, der meint, dass es dann halt so sein wird, dass wir im Winter wieder in eine neue Welle reingehen und dann wieder zu Hause sitzen den ganzen Winter. Das wäre nicht so toll. Das heißt, wir brauchen einen Impfstoff. Ja, auf das warten wir alle sehnsüchtig, und dann wäre die Geschichte auch vorbei und gegessen, zumindest so weit, dass man dann wieder daran denken kann, andere Dinge zu machen. Im Kopf werden wir das, was jetzt gerade passiert ist, wohl alle immer haben. Wir wissen in Zukunft zumindest, wie wir mit Pandemien umgehen, wie sich das anfühlt, wie sich die Dinge woanders anfühlen. Das gibt es ja in Europa nicht so oft, in anderen Kontinenten hat es schon mal gegeben. Das heißt, wir wissen jetzt auch, was zu tun ist, und vielleicht beim nächsten Mal sind wir dann schon ein bisschen schlauer und zumindest gewappnet, was das Ganze betrifft. Was gäbe es noch zum Sagen? Ja, die Danube Dragons spielen ein virtuelles Spiel gegen den AFC Covid-19 und verkaufen da ihre Karten und VIP-Karten, und gibt es alles auf danubedragons.com zu sehen und zu kaufen, und da kann man den Verein unterstützen. Wie auch generell mein Aufruf, bleibt im Verein, unterstützt euren Verein, wo immer es geht, denn es geht natürlich nicht nur der Wirtschaft nicht besonders berauschend, es geht natürlich auch den Vereinen überhaupt nicht gut, die haben keine Einnahmen, es kommen keine Einnahmen durch Ticketsverkauf zustande. Kauft Merchandising, kauft alles, was geht, unterstützt euren lokalen Verein, support your team.
und hoffen wir, dass wir das alles irgendwie durchtauchen, dass eine Wirtschaftskrise auf uns zukommen wird, ist sowieso schon fix. Aber wir werden das gemeinsam meistern und wir werden dann auch gestärkt aus dieser rausgehen, weil wir wissen, dass Football in Wahrheit die Welt retten wird. Nicht wahr? Das war der wievielte Sonntag? Das war der 12. Sonntag von 30 ohne NFL. 12 down, 18 to go.